Moin, ich bin Kai von Kalles Angelshop. Bin jetzt hier unten bei uns bei unseren Mietbooten und ich möchte euch heute einmal bei strahlendem Sonnenschein ein bisschen was an unseren Booten zeigen. Die Ausstattung, die Ausrüstung, die wir auf unseren Booten haben. Die Boote haben teilweise ein bisschen unterschiedliche Ausstattung. Die kleineren Boote da hinten, die nur diese 1000 Meter Zulassung haben, haben ein bisschen geringere Ausstattung wie diese ganzen Boote. Mit dem Steuerstand, das sind alles die Boote, die denn diese 3 Seemeilen-Zulassung haben. Das heißt, die dürfen sich maximal 3 Seemeilen von der Küste entfernen. In der Vermietung ist es immer alles. Die Boote ohne Steuerstand, das sind alles Boote, die eine Zulassung haben. Bis maximal 1000 Meter von der Küste entfernt dürfen die sich aufhalten. Und diese 3 Seemeilen-Boote haben halt eine gewisse Mindestausstattung, die sie haben müssen. Deswegen, wenn ich euch das hier auf diesem Boot einmal zeige. Hier haben wir einmal unseren Koffer mit unserer Sicherheitsausstattung. Zu dem Koffer haben wir ein separates Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne mal. Da könnt ihr euch dann einmal über die ganze Sicherheitsausstattung informieren, die wir hier haben. Und jetzt geht es erstmal um die andere Bootsausstattung, die wir dazu mithaben müssen. Auf unseren Booten haben wir überall, da wir maschinenbetriebene Fahrzeuge sind und auch Treibstoff an Bord haben, einen Pulverfeuerlöscher. Gut, diese kleinen Feuerlöscher, die sind immer dafür da, um einen Entstehungsbrand zu löschen, wenn irgendein Schiff halt ausgedehnt brennt. Denn Notruf absetzen, Personen bergen und zusehen, dass ihr da wegkommt. Wenn ein Entstehungsbrand irgendwo ist, den könnt ihr noch mit diesem kleinen Feuerlöscher löschen. Dann wird die Kappe abgenommen. Dann gibt es einmal den Knopf 1 zum Entsichern. Dann ist er frei. Auf der 2 kann ich sprühen. Und wichtig ist es immer, dass ich nicht in die Flamme halte, sondern auf dem Brandherd. Das kann man ungefähr sagen, wenn ich jetzt einen Grill löschen möchte, halte ich nicht oben auf die Flamme, sondern muss unten in die brennende Kohle halten, damit es überhaupt Wirkung zeigt. Auf einer Seite am Rand des Feuers anzufangen und dann gucken, dass ich da rumkomme, um dieses Feuer. Dass ich dann halt damit ausmachen kann. Und nicht in die Mitte rein, sondern am Rand anfangen und rüber drücken, bis das Ding leer ist, bis das Feuer dann aus ist. Aber wir hoffen alle, dass wir den nie brauchen werden. Aber man sollte sich vorher einmal damit ein bisschen beschäftigt haben. Gedanklich zumindest, damit ich weiß, wie ich es einzusetzen habe. Als nächstes haben wir hier drinnen einen Driftsack. Die Angler sagen immer, juhu, der hat einen Driftsack dabei. Dass das beim Angeln verwendet wird, dieser Driftsack, ist eigentlich ja, Missbrauch, kann man bald sagen. Zweckentfremdung. Es hilft natürlich auch, aber an Bord müssen wir ihn haben bei diesen 3 Seemeilen-Booten, wenn wir draußen weit auf dem Wasser unterwegs sind, wo wir recht tiefes Wasser eventuell haben, wo ein Anker nicht mehr anständig hält und ich kriege ein Problem mit dem Motor. Ich bin manövrierunfähig. In dem Moment zieht meinetwegen ein großer Gewittersturm auf. Die See bäumt sich auf und wenn die Wellen immer von der Seite kommen, weil ein Boot liegt sich immer seitlich zu den Wellen, wird es irgendwann gefährlich. Die Wellen, die können ins Boot reinschwappen. Dann nehme ich diesen Driftsack, behalte die Ruhe, binde eine Leine an und hänge ihn vorne ans Boot. Dann dreht sich das Boot mit dem Bug in die Welle und kriegt die Wellen von vorne. Dadurch gebe ich Zeit und Sicherheit, weil Boote immer so gebaut sind, dass sie am sichersten sind, wenn sie die Wellen von vorne kriegen. Dann kann ich auf meine Hilfe warten, auf den Mechaniker, der mir den Motor wieder repariert oder was auch immer, oder auf den Abschleppdienst. Aber auf jeden Fall gewinne ich damit Zeit und Sicherheit, wenn ich das Boot gegen die Welle ausrichte. Das ist ein Ankerball. Wenn ich mit dem Boot ankern sollte, muss ich zeigen, dass ich anker. Dafür ist der. Der wird zusammengeschoben und dann kann ich ihn da hinten an diesem kleinen Mast anbinden. Das heißt denn, wir ankern, wir können nicht ausweichen. Und wenn ich ankern sollte, muss ich mir auch vorher Gedanken machen über das Ankern. Warum will ich ankern? Muss ich überhaupt ankern? Weil viele ankern immer, weil der Anker halt da ist. Aber ich brauche ja erstmal entsprechende Leine für den Anker. Wie tief ist das Wasser? Reicht meine Leine überhaupt aus? Das heißt nicht, wenn ich 20 Meter Leine habe, dass ich bei 20 Meter Wassertiefe ankern kann. Ich brauche mindestens die dreifache Seillänge plus entsprechende Kettenvorlauf oder Bleileinvorlauf, wie das Wasser tief ist, um das Boot einigermaßen zum Halten zu kriegen. Da muss ich den Untergrund haben, dass der Anker sich in den Boden reinziehen kann. Ich muss den Anker aber auch wieder lösen können. Das sind so die Gedanken, die man sich da halt vorher machen muss.
In dem Fall haben wir hier wieder einen Anker liegen mit einer zum Teil bleigefüllten Leine, das erste Ende hier, die den Anker dann auf dem Boden hält, weil nur alleine durch das Gewicht des Ankers hält das Boot nicht. Der Anker muss sich in den Boden reinziehen können, die Leine muss den Anker runterdrücken. Deswegen auch immer die mindestens dreifache Seillänge, wie das Wasser tief ist. Man erlebt oftmals Dinge, die schmeißen alles ins Wasser und vergessen den Anker anzubinden und wundern sich, dass das alles weg ist. Deswegen immer erst alles überprüfen, ob alles fest ist, die Leine am Anker, die Leine am Boot, die entsprechende Wassertiefe, dass das alles passt und dann kann ich ankern. Dann haben wir hier immer noch so ein Ölfass, unsere Schöpfmöglichkeit. Wir haben einen Eimer hier drin mit einer Bürste, dass man schon mal die Kisten sauber machen kann und solche Sachen. So ein Ölfass ist aber nicht nur zum Wasser rausschöpfen gut geeignet, natürlich auch zum Wasser rein kippen ins Boot, um das Boot sauber zu machen, um es einmal durchzubürsten oder auch als Herrentoilette zu verwenden. Weil wenn die Leute immer auf die Idee kommen, sich hier irgendwo raufzustellen und raufzuklettern, dass sie hier anständig über Bord pingeln können, dann kommt hier irgendwo einer, schiebt eine Welle, die ich nicht mitkriege. Der Gute ist hier gerade am Entspannen, damit er pinkeln kann. Und rumsbums liegt er im Wasser. Es gibt reichlich Wasserleichen mit offenem Hosenstall. Das wollen wir hier auf unserem Booten nicht haben. Wir haben auf unserem Booten viele von diesen Scotty-Routenhaltern verwendet. Das sind eigentlich die am bewährtesten waren, finde ich. Wenn ihr die Routenhalter verstellen wollt, wir haben hier an der Seite eine Verschraubung. Die wird lose geschraubt. Dann ist hier so eine Verzahnung. Dann suche ich mir irgendeine nächste Verzahnung aus und schraube sie dann wieder fest. Route rein, die Rolle bis hinten ran und dann könnt ihr ihn oben schließen. So einfach geht das. Da muss man keine Gewalt anwenden. Bitte nachher dran denken, Fender während der Fahrt rein. Das gehört sich so. Die Fender haben nicht draußen rumzubaumeln, sondern die gehören rein ins Boot. Dann haben wir hier hinten drin unseren Haupttank. Da muss man immer darauf achten, dass der, guck mal, der war nicht ganz fest eben gerade, hat noch einmal geklickt, siehst du? Einmal richtig draufstecken, den Schlauch, dass er richtig fest ist. Die Tankbelüftung, die muss offen sein. Ein Reservekanister haben wir hier hinten noch in der Ecke drin stehen. Ja, hier ist auch der Eimer mit der Handbürste. In dem Fall haben wir ein selbstlenzendes Boot. Das heißt, das Wasser, was ins Boot kommt, fließt durch diese Schläuche hinten wieder ab. Die kann ich aber auch schließen, indem ich die hier einfach querstelle. Dann ist die Lenzöffnung geschlossen. Und so ist sie wieder auf. So kann wieder Wasser ablaufen. An der Seite hier haben wir unsere Stromversorgung. Da kann ich ein- und ausschalten, den Strom. Weil, wenn wir jetzt den Motor starten wollen, in dem Fall haben wir einen Motor mit Elektrostarter, brauchen wir Strom. In dem Fall haben wir hier den Luxus des elektronischen Motorlifters. Wir brauchen hier nicht mit der Hand irgendwas hoch und runter machen. Es geht hier alles an der Fernbedienung. Hier an der Seite. Einmal down, einmal up. So kann ich den Motor hoch und runter fahren. Wir fahren die Boote immer mit komplett runtergelassenem Motor. Wichtig ist beim Starten, dass die Schaltung hier in der Mitte auf neutral steht. Dann hat jeder Motor so eine Sicherheitsleine. Die werden immer irgendwo reingesteckt. In dem Fall bei diesem Motor hinter diesem roten Knopf. Dann sollte man diese Leine am Körper befestigen. Ich habe hier an meiner Jacke so ein Häkchen, wo der rankommt. An der Öse von der Rettungsweste, das eignet sich immer hervorragend dafür, da den Haken reinzuhängen hier. Und zwar, wenn wir einen Unfall haben sollten und der Motor läuft noch und wir reißen den raus, weil wir hinfallen, weil wir über Bord gehen, wie auch immer, dann geht automatisch der Motor aus. Dafür ist dieses Kabel. Der Zündschlüssel kommt da rein. Schaltung ist in der Mitte auf neutral. Strom ist an und starten und läuft. Wenn ich jetzt los möchte, den Knopf da unterdrücken. Nach vorne geht's vorwärts. Je mehr ich nach vorne gehe, umso mehr Gas gebe ich. In der Mitte ist wieder neutral. Knopf drücken, nach hinten geht's rückwärts. Ja, und ne, links, rechts kriegen wir auch hin. In der Mitte haben wir unseren Kompass, damit wir immer sehen, in welcher Richtung wir unterwegs sind. Echolot können wir jetzt auch anmachen. Rechts unten ist Start, dann fährt das Echolot hoch. Die ganz kleinen Boote, die 5 PS Boote, die haben nur eine Echolot-Funktion. Alle anderen Boote haben wir ausgestattet mit Echolot und Kartenplotter. So haben wir unsere Bildschirme meistens eingestellt, dass wir
das so nah haben. Die Bedienung schalte ich immer auf die Seekarte, dass ich die halt vernünftig reinzoomen kann. Der schwarze Pfeil ist immer unsere Position. Die rote Linie ist jetzt die Tracklinie der letzten Fahrt. Da kann man immer wieder zurückverfolgen, wo man gewesen ist. Da haben wir Navigationsbeleuchtung hier mit den beiden Hebeln. Bei schlechten Sichtverhältnissen muss ich das Boot beleuchten mit meinen Positionslampen und mit meinem weißen Rundumlicht. Das schalte ich dazu. In diesem Fall haben wir sogar einen Motor, der Handstarter und Elektrostarter hat. Das heißt, wenn er aus ist, der Motor produziert ja auch Strom für die Batterie und speist unser Navigationsgerät und Echolot, die Beleuchtung und was weiß ich alles. In dem Fall haben wir aber jetzt bei unserem neuesten Motor einen Motor genommen, der auch noch eine Handanreißleine hat. Das heißt, ich muss ein bisschen Strom brauchen, ich muss einmal hier die Zündung einschalten, dann kann ich. Guck mal, die Leine ist noch so weiß, die ist noch nie benutzt worden. Den Druckpunkt suchen bei dem Motor. Das heißt, da wo die Leine einen Druckpunkt sucht, da pumpt, da ist der Druckpunkt, da halte ich ihn und den ziehe ich ordentlich durch. Er startet auch. So, das ist da noch eine zusätzliche Sicherheit, falls der Elektrostarter mal nicht gehen sollte, hatte dieser Motor noch eine Handanreißleine. Mit dem Boot können wir jetzt erstmal losfahren, wenn wir wollen. Können wir die Leine lösen. Ich habe die Leine immer so gemacht, dass ich die nur am Boot lösen brauche. Ich löse die Leine am Boot, lege sie auf den Steg. Das erleichtert mir das Anlegen nachher. Was viele sich nicht trauen, warum auch immer, man sollte beim Anlegen dran denken, das alles vorzubereiten, dass ich auch gut anlegen kann. Wozu habe ich die anderen Leute mit an Bord, wenn ich mit mehreren Leuten fahre? Die sollen nicht nur im Weg rumsitzen, die sollen auch was tun. Den drückt sie einen Bootshaken in die Hand. Dann kann er schon mal, der zweite Fahrer, das Boot hier irgendwo ranziehen, schon mal festhalten, dann kann man die Leine belegen. Und erleichtert das einen, das Leben, das Ding. Also den beim Anlegen schon mal bereithalten, vorm Anlegen die Fender wieder ausbringen. Und dann können wir ganz entspannt anlegen. Ja, hier haben wir jetzt einen von unseren 8 PS Motoren. Die haben keinen Motorlifter und haben keinen Elektrostarter, die sind per Hand zu bedienen. In dem Fall ist es so, dass der hier unten so ein Plättchen hat. Das ziehe ich nach vorne, dann hebe ich den Motor einmal an und kann ihn absacken lassen. Wenn ich ihn hochklappen möchte, muss ich das Plättchen runterdrücken, dann kann ich ihn hochziehen. Aber den Motor starten. Das ist bei dem auch ein bisschen anders. Da der keinen Elektrostarter hat, hat der auch keinen automatischen Schok, sondern er hat hier seinen Handschok. Aber diese Sicherheitsleine hat der genauso. In dem Fall muss ich die hinter diesem Knopf stecken, am Körper befestigen. Wenn ich einen Abflug mache, während der Motor läuft, schaltet er sich dann automatisch ab. Hier ist es genauso, die Schaltung in die Mitte auf neutral stellen. Nicht einen Gang drin haben beim Starten, sondern zack, in die Mitte auf neutral. Wenn der Motor jetzt ganz kalt ist in dem Fall, muss ich den Choke einmal per Hand ziehen, den Gasgriff auf Startposition bringen. In dem Fall ist es den roten Pfeil nach oben in die Mitte. Rote Pfeil ist in der Mitte, die Gangschaltung auf neutral, der Choke ist gezogen, der Sicherheitsstecker steckt. Jetzt ist es hier genauso, den Druckpunkt suchen, also ich ziehe die Leine, bis ich einen Widerstand wieder habe. Da habe ich den Druckpunkt, da halte ich die Leine fest und ziehe sie dann ordentlich durch. Manchmal muss man das zwei, dreimal machen, das ist normal. So, und los. Dann den Schok langsam wieder rein, dass er nicht absäuft. So, und schon läuft er. Wenn er einigermaßen ein bisschen warm gelaufen ist, dann drehe ich das Gas wieder zurück. Also, kleinen Moment lassen wir ihn noch. Der lief heute nämlich noch gar nicht. So, dann das Gas wieder runterdrehen. Dann kann ich einen Gang einlegen, indem ich den Hebel nach hinten, Rückwärtsgang, Hebel in die Mitte, neutral, Hebel nach vorne, Vorwärtsgang. Was hier wichtig ist, was man immer sieht, dass Leute mit der falschen Hand steuern. Der wird mit links gesteuert. Das heißt, ich sitze hier in der Mitte vom Boot. Ich habe die linke Hand an der Pinne und kann den Motor so steuern und kann auch so Gas geben. Es wird oftmals von den Leuten versucht, das so zu machen, steuert sich nicht so schön. Das Gas geben klappt auch nicht so, weil dann muss ich in die falsche Richtung drehen und irgendwie komme ich so nicht um die Kurve.
in dem Fall, wenn wir den Motor wieder abstellen wollen, ist es so, den roten Knopf drücken, dann ist er wieder aus. Und dann kann ich in Ruhe angeln. Hier haben wir jetzt einen unserer 5 PS Motoren. Das hat auch keine Elektroschalter, der wird auch alles per Hand geschaltet. Bei dem ist es so, einmal anheben, hier an der Seite ist ein kleiner Hebel. Der wird einmal hochgezogen, dann kann ich den Motor runterschieben oder runtersacken lassen. Dann schalte ich die Schaltung in die Mitte auf neutral. Dann ist er wieder fest. Pinne runter. Hier ist einmal Start und einmal Restart angegeben. Start ist, wenn der Motor kalt ist, wenn ich ihn mit Schok starte. So wie jetzt. Den Schok rausziehen, die Schaltung in die Mitte auf neutral. Sicherheitsstecker hinter den roten Knopf. Und am Körper befestigen. Eventuell müssen wir auch mal Benzin anpumpen, der ist aber voll. Das haben die Motoren alle. Hier so eine Benzinpumpe dran. Manchmal mögen die es gerne, wenn man ein bisschen Benzin reinpumpt. So, Startposition haben wir, Schok haben wir, Neutralstellung haben wir, Sicherheitsstecker haben wir. Sprit ist angeschlossen. Druckpunkt suchen. Man kann einmal die Leine langsam durchziehen, dann merke ich, ob ein Gang drin ist oder nicht. Weil wenn der gleich blockiert, ist nämlich ein Gang drin. Und so suche ich nur den Druckpunkt. Da ist er wieder. Da halte ich ihn und ziehe ordentlich durch. Und dann sollte er starten. Denn den Schok wieder zurücknehmen. So, und nun läuft er. Kann ich einen Gang anlegen, nach vorne ist wieder vorwärts. In der Mitte ist neutral, nach hinten ist rückwärts. Abschalten. In dem Fall auch wieder auf den roten Knopf drücken. Wenn der Motor jetzt schon mal klein mit lief, vielleicht reicht das jetzt schon. Dann brauchen wir nämlich keinen Schok mehr, dann gehen wir auf Restart. Drehen den Gashebel, bis Restart in der Mitte ist. Suchen uns wieder den Druckpunkt und starten. Jetzt, bevor wir den Gang reinlegen, drehen wir das Gas wieder zurück. Dann läuft der Motor wieder ruhiger und dann können wir wieder den Gang einlegen und los geht die Reise. Und das war's. So, die Boote haben wir immer festgemacht, entweder mit einer Leine, mit einem Karabiner. Karabiner öffnen, Karabiner in die Öse reinhängen und fertig. Das sollte jeder hinkriegen. Oder die sind mit einer Klampe zu belegen. Das heißt, die Leine wird darauf gelegt und deswegen lege ich die einmal unten durch. So rüber, solche achten liegen. So rüber, so rüber, so rüber. Die letzte drehe ich die Leine einmal unter und ziehe ihn so rein. Und schon ist er sicher. Und zwar ist es so, wenn hier jetzt mal ganz starker Zug drauf ist, aus welchen Gründen auch immer, ist Flachwasser, hat sich irgendwo angehängt oder wie auch immer, habe ich immer noch bei dieser Klampenbelegung die Möglichkeit, auch wenn hier einer ganz doll dran zieht, ich kriege ihn immer gelöst. Einige, die machen es schon von vornherein. Immer so unterlegen. Wenn da jetzt einer zieht wie ein Irrer, dann wird es irgendwann schwierig. Weil jetzt kriegt der Druck drauf, zumindest der hier, der klemmt sich jetzt so ein, dass ich ihn kaum noch loskriege. Deswegen sind die ersten immer ohne Überschlag. Einfach nur so rüberlegen. Und der letzte, meinetwegen auch die letzten beiden, die kann ich so überlegen, der hält das wunderbar. Was auch bei einigen immer gerne falsch gemacht wird. Das Boot ist fest. Und jetzt wollen die Leine ein bisschen dichter holen. Dann nimmt die das einfach so und drehen das darüber. So, und wenn das jetzt absackt und stramm wird und einklemmt, dann kriege ich das nie wieder gelöst. Weil der klemmt sich ja so ein, dass ich ein Messer nehmen muss, um das Boot wieder freizuschneiden. Deswegen, wenn ich die Leine kürzer haben möchte, dann wird er wieder abgenommen, ziehe ich ein bisschen strammer und belege die Klampe wieder neu. So, dass ich das Boot auch jederzeit wieder freikriege. Ihr habt euch jetzt einen Eindruck über unsere Ausstattung und über unsere Motoren und Boote ein bisschen verschaffen können. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen, dass ihr das richtig handhaben könnt, dass ihr die Motoren anständig starten könnt, dass ihr die Pyrotechnik einsetzen könnt, wenn ihr sie braucht, dass ihr euch da schon informiert habt. Denn ich würde mich freuen, wenn ich euch auf unserem Booten mal begrüßen kann. Ich wünsche euch viel Petri Heil. Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und bis bald.